Angesichts der weiterhin steigenden Corona-Zahlen hat die Landesregierung bereits letzte Woche eine Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Mit der neuen Landesverordnung wird seit Montag, dem 23. August, die Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, für den Besuch der Innengastronomie wieder überall notwendig. Es steht den Gastronomen frei, auch für den Außenbereich die 3Gs zu verlangen, wovon sehr viele Sylter Gastronomen bereits Gebrauch machen. Für den Besuch von Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Einrichtungen außerschulischer Bildung sind ebenfalls negative Testergebnisse tagesaktuell vorzulegen. Für die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, zum Beispiel Friseur, Kosmetik oder Körperpflege, muss ebenfalls ein tagesaktuelles negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests vorgelegt werden. Davon ausgenommen sind medizinisch oder pflegerisch notwendige Dienstleistungen. Im Sylteness Center werden aktuell ausgewählte Anwendungen angeboten. Hier gilt die Testpflicht für alle Angebote, auch für bereits geimpfte oder genesene Personen. Für Urlauber gilt, vor Anreise muss dem Vermieter ein negatives Testergebnis nicht älter als 48 Stunden vorgelegt werden, welches möglichst vorab per Mail übermittelt wurde. Die erforderliche Testung am dritten Tag, also nach 72 Stunden nach der Anreise, wird seit dem 23. August wieder notwendig. Vollständig Geimpfte mit 2 Impfungen und mindestens 14 Tage Abstand zur zweiten Impfung und Genesene müssen kein negatives Testergebnis vorlegen. Hier ist der Impfnachweis bzw. Genesenennachweis ausreichend.